Hallo ihr Lieben, heute dreht sich alles um das Thema Contouring. Ich zeige euch, wie ihr euer Gesicht mit den entsprechenden Produkten in Szene setzen könnt und ich würde sagen, wir starten. So, bevor wir jetzt mit dem Contouring starten, ist es wichtig, dass ihr eine gute Base habt. Das heißt, eine Foundation, Concealer, Puder, je nachdem wie eure Haut ist. Ich benutze immer eine CC oder BB Cream, auf jeden Fall aber Concealer, einfach um Augenringe und kleine Rötungen zu verdecken, denn letztendlich soll ja nichts vom Contouring auch ablenken. Und Puder, da müsst ihr so ein bisschen schauen, was habt ihr für einen Hauttyp. Ich pudere so ganz leicht vorher mein Gesicht ab. Wenn ihr eine ölige Haut habt, ist es auf jeden Fall von Vorteil. Wenn ihr jetzt eher eine sehr trockene Haut habt, dann könnt ihr darauf auch gut verzichten und nur zum Abschluss so ein bisschen die T-Zone oder da, wo man halt schnell glänzt, abpudern. Kommen wir zu den unterschiedlichen Contouring-Produkten. Ihr habt da ja eine größere Auswahl. Es gibt flüssige Contouring-Produkte, es gibt Sticks und es gibt Puder. Puder ist, glaube ich, so das, was am meisten verwendet wird, weil es auch einfach am einfachsten ist aufzutragen. Gerade für Anfänger kann man das besser kontrollieren, aber letztendlich geht es natürlich alles und es ist auch so ein bisschen typabhängig. Also wenn ihr jetzt eine sehr, sehr fettige Haut habt, würde ich immer empfehlen, dass ihr lieber Puder verwendet. Und wenn ihr eine super trockene Haut habt, dann könnt ihr ruhig euch an die Sticks wagen oder auch an ein flüssiges Produkt, weil es einfach auch nochmal mehr Feuchtigkeit spendet, nicht so schnell austrocknet und ein bisschen mehr Fett drin hat. Es gibt dann matte Bronzer, es gibt natürlich auch glänzende Bronzer. Hier ist zum Beispiel eine ganze Palette von Revolution, da habt ihr auch gleich einen Highlighter mit dabei. Man sieht hier auch die unterschiedlichen Töne. Da müsst ihr natürlich auch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn ihr jetzt sehr blass seid, würde ich jetzt nicht den dunkelsten Ton verwenden, weil dann sieht das halt sehr schnell künstlich aus. Also guckt auch so ein bisschen nach dem Hautton. Also ich habe mich jetzt für einen matten Bronzer entschieden, weil ich einfach finde, dass für das reine Contouring das einfach immer einen schöneren, natürlicheren Look gibt. Ich habe da verschiedene Pinsel zur Auswahl. Es gibt so abgeschrägte Pinsel, die sind natürlich perfekt fürs Contouring, gerade im Wangenbereich. Aber man kann ja nicht nur die Seiten quasi konturieren, also eure Wangenknochen und so weiter, sondern auch die Nase, Stirn, Kinn. Es gibt da ja super viele Möglichkeiten, je nachdem wie eure Gesichtsform ist. Es gibt auch so kleine Anleitungen, welche Gesichtsform ihr habt, welches Contouring am besten für euch geeignet ist. Man muss so ein bisschen gucken, jedes Gesicht ist halt einfach anders und speziell und schön und deswegen ja, guckt einfach auch so ein bisschen selber, wie ihr euch wohl fühlt. Ich starte immer mit den Wangen. Immer wichtig abklopfen oder auch so ein bisschen auf dem Handrücken abtupfen, damit ihr nicht zu viel Produkt auf einmal drauf bekommt. Lieber so einen Layering-Look, also immer lieber ein bisschen mehr drüber und das intensiver machen als zu viel und dann ist es halt immer schwer, das wieder wegzubekommen. Ich setze immer am liebsten zuerst den Bronzer hier hin, weil das optisch natürlich hier dann etwas reindrückt. Dunkel macht ja immer schmaler und dadurch wirkt der Wangenknochen einfach etwas intensiver und dadurch verschmälert man auch optisch das Gesicht. Anschließend gebe ich dann den Bronzer auf die Schläfen. Das verschmälert das Gesicht auch noch mal so ein bisschen und intensiviert die Gesichtsform einfach. Dann müsst ihr ein bisschen gucken, wenn ihr da schon ein sehr schmales Gesicht habt, würde ich es vielleicht nicht unbedingt machen, aber ich finde es immer einen ganz schönen Look. Genauso wie am Haaransatz. Also wenn ihr zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Stirn habt, dann könnt ihr super eure Stirn verschmälern, indem ihr hier oben den Bronzer auftragt. Ich mache das auch immer ein bisschen, weil ich finde, dass das einen schönen Look ergibt. Dann, was ihr auch machen könnt, ist die Kinnpartie etwas markanter zu gestalten. Das heißt, ihr gebt den Bronzer genau hier auf die Kante. Dadurch wird das hier wieder etwas zurückgenommen und das Gesicht wirkt nochmal schmaler und etwas kantiger. Wichtig ist, dass ihr auch immer gut verblendet. Da empfehle ich immer so einen dicken Pinsel für, damit das alles schön natürlich wirkt. Wenn ihr eine sehr breite Nase habt, könnt ihr die verschmälern, indem ihr den Bronzer an den Seiten auftragt, weil so nehmt ihr die Nase zurück und ein bisschen Highlighter hier oben drauf gebt. Dann wird das hervorgehoben und eure Nase wirkt automatisch schmaler. Wichtig ist, dass ihr den Highlighter nicht auf die Nasenspitze gebt, weil dann verlängert ihr auch die Nase so ein bisschen. Das sieht meistens nicht so gut aus. Ich mache es tatsächlich gerne, das ist jetzt eine ganz andere Variante, aber ich finde die total schön, dass ich den Bronzer auf die Nase gebe, weil das ist quasi so wie die Sonne oben drauf fällt und tatsächlich auch auf die Stirn.
So, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr aufgetragen. Wenn ich das tue, benutze ich oft einen dunkleren Ton noch, um das Ganze zu intensivieren. Ich nehme jetzt mal hier die zwei, man kann die auch immer super mischen. Und benutze dann auch oft einen etwas schmaleren Pinsel, einfach um noch präziser arbeiten zu können. Und denkt immer dran, ihr arbeitet den Bronzer von außen nach innen ins Gesicht, weil die meiste Farbe wird dann außen abgegeben und so könnt ihr es super nach innen verblenden. Weiter geht's mit dem Highlighter. Dadurch betonen wir gewisse Gesichtspartien, wie zum Beispiel den höchsten Punkt der Wangenknochen, die Nase. Unter den Brauen kann man Highlighter auch toll auftragen oder am Lippenherz. Das macht die Lippen nochmal optisch ein bisschen voller. Auch da habt ihr wieder verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt einen Puder-Highlighter nehmen, ihr könnt einen Stick nehmen, ihr könnt aber auch eine flüssige Version nehmen. Und ich muss sagen, davon bin ich einfach ein riesen Fan. Da gibt es auch verschiedene Töne. Hier ist jetzt so ein roséfarbener und ein bronzefarbener. Ich mische die immer ganz gerne. Ich finde, die lassen sich einfach toll mit den Fingern auftragen. Da braucht ihr auch gar keinen Pinsel oder so für. Auch super im Sommer oder wenn man mal fast gar nicht geschminkt ist, wenn man nur so ein paar Partien hervorheben möchte. So, misch das mal. Seht ihr schon direkt? So einen tollen Glow, der macht. Und dann tupfe ich den einfach mit den Fingern auf. Abschließend verwende ich immer noch ein Rouge. Das ist einfach ein Must-Have bei mir. Ich finde, es gibt so den letzten Schliff. Das war nicht das reine Contouring, aber es macht nochmal einen frischen Look. Ich benutze jetzt mal ein Creme-Rouge. Das hier ist in Stickform von Rival Loves Me. Und das finde ich immer toll, mit den Fingern aufzutragen. Ich gebe das dann immer so auf die Apfelbäckchen. So, und ein ganz bisschen, sieht so ein bisschen komisch aus, ich verblende das gleich, gebe ich immer noch auf die Schläfen. Das macht auch nochmal einen schönen frischen Look. So, Finger ein bisschen anwärmen, ist auch immer ein guter Tipp, dann lässt sich das leichter verblenden. Und dann tupfe ich das ein. Ganz zum Schluss, wie vorhin schon angekündigt, benutze ich nochmal das Puder. Hier ist das Marshmallow Puder von Rival Loves Me. Das mattiert super und das trage ich dann nochmal so auf die Stellen, auf wo man im Laufe des Tages dann doch glänzt. Also hier auf der Stirn oder auch an der Seite der Nasenflügel, Kinn. Und was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr das Puder nehmt, abklopft und so ganz leicht über das Contouring geht, dann fixiert ihr das nochmal für den Tag. Also, ich bin ein riesen Fan von Contouring. Ich freue mich über Tipps, wenn ihr mir noch verratet, wie ihr das Ganze benutzt, was ist euer Lieblingsprodukt, habt ihr noch den absoluten Hack, was das Contouring angeht? Wenn ja, in die Kommentare und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann! Let's contour, baby.